Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen zu einem weiteren Building on a Budget hier auf dem Kanal. Jetzt diesmal am Montag. Wir starten frisch in die Woche. Ich wünsche euch auch einen wunderbaren Start in die Woche. Und ich hoffe, ihr habt gestern alle das Video gesehen mit den ganzen Updates. Denn müssten eigentlich alle Bescheid wissen, was jetzt so passiert. Und wir können sofort mit dem Deckcheck starten. Ja, ich habe ein Combo-Deck mir ausgedacht. Und seitdem die geheime Bergung gespoilert wurde, wollte ich sie unbedingt mit der Polyeder-Ausrichtung kombinieren. Und mit der Polyeder-Ausrichtung wollte ich sowieso schon immer mal ein Deck bauen. Ich bin ja Fan, auch mal Karten zu benutzen, die man halt super selten sieht, weil sie irgendwie nie ganz gut genug geworden sind, um sie irgendwo zu spielen. Aber im Casual kann man da ja seinen Ideen freien Lauf lassen und da habe ich das Deck jetzt einfach mal gebaut. Ja, wie funktioniert unsere Combo? Also, die Polyeder-Ausrichtung ist eine Verzauberung für 3 Mana, sie ist fluchsicher, das ist schon mal ziemlich gut, dass sie nicht kaputt, in der Regel nicht kaputt geht, wenn wir sie im Spiel haben. Zu Beginn deines Versorgungssegments kannst du die Karten aus deiner Hand offen vorzeigen. Falls du dies tust, gewinnst du das Spiel. Falls du eine Karte namens Polyeder-Ausrichtung im Exil auf deiner Hand und in deinem Friedhof und im Spiel besitzt. Und für 2 Mana dürfen wir Hellsicht 1 machen. Ja, das ist natürlich schon mal einfach nur lustig, wenn man sich die Karte so an sich anschaut, finde ich. Also, wir brauchen erstmal alle 4. Das ist schon mal relativ hart, deswegen wird das auch nicht so super oft, also wurde es auch eigentlich nie gespielt. Super oft ist ja noch gelogen, nicht so super oft. Es wurde eigentlich nie gespielt. Denn Kombos sollten nicht aus 4 Karten bestehen und auch am besten nicht 4-mal die gleiche Karte, weil das sind erstmal zu viele Karten, ganz klar, die man zusammensuchen muss. Und wenn man auch noch jede einzelne aus dem Deck raussuchen muss und nicht irgendwie 2 oder 3 verschiedene aus 3 Playsets an Karten, das ist halt dementsprechend schwer. Da habe ich mich dann aber gefreut, als die geheime Bergung gedruckt wurde. 5 Mana Hexerei, schicke eine Karte deiner Wahl, die kein Land ist, aus deinem Friedhof ins Exil. Durchsuche deine Bibliothek nach einer beliebigen Anzahl an Karten mit demselben Namen wie jene Karte. Zeige sie offen vor und nimm sie auf deine Hand. Misch dann deine Bibliothek. Ja, das ist natürlich perfekt. Wir müssen also nur irgendwie schaffen, eine Polyeder-Ausrichtung zu ziehen, sie irgendwie in den Friedhof zu kriegen, also irgendwie abzuwerfen am besten und dann eine geheime Bergung spielen. Dann können wir uns alle 3 anderen Polyeder-Ausrichtungen raussuchen. Dadurch, dass wir die geheime Bergung gespielt haben, haben wir auch schon direkt die erste Polyeder-Ausrichtung im Exil. Das ist auch die einzige Möglichkeit des Decks, eine Karte ins Exil zu kriegen, ist eben mit der geheimen Bergung. Aber da man in der Regel jedes Spiel mindestens einmal die Bergung benutzt, hat man automatisch quasi eine Polyeder-Ausrichtung auch immer im Exil. Das ist also schon mal gut. Dann müssen wir eine nochmal abwerfen, aber da wir das im Ursprung sowieso machen müssen, sollte das kein Problem sein. Wir müssen eine ins Spiel bringen für 3 Mana, auch kein Problem, und die letzte dürfen wir einfach auf der Hand behalten. Dann muss das Ganze nur eine Runde lang quasi so bleiben. Wir müssen in unseren Zug gehen und haben dann gewonnen im Versorgungssegment. Da in der Regel wenig Discard gespielt wird, also Karten, damit man dem Gegner Handkarten abwerfen lassen kann, das sieht man im Casual relativ selten, ist also die Hand schon mal geschützt. Friedhof, Exil, muss man halt ein bisschen vorsichtig sein, wenn jemand was im Friedhof hat, um etwas exilen zu können, im Spiel hat, um etwas exilen zu können, dann müssen wir das halt erst kaputt machen oder so. Also, man muss natürlich ein bisschen aufpassen, aber wenn man das generell nur mit neueren Karten spielt oder halt im Standardbereich, da hat man da eigentlich kein Problem mit. Deswegen ist auch im Moment im Standard ja das BR-Zombies-Deck so gut und es läuft halt wenig Graveyard-Hate rum. Generell habe ich so das Gefühl, kann man auf jeden Fall mal spielen, das Deck. So, ja, also wir haben jetzt unsere Combo quasi erstmal zusammen. Wir brauchen eine Polyeder-Ausrichtung, müssen sie discarden, spielen eine geheime Bergung, suchen uns alle anderen raus. Dann müssen wir eine ausspielen und eine in den Friedhof bringen. Eine haben wir im Exil, eine auf der Hand und dann haben wir das Spiel gewonnen. Das ist also relativ simpel. Und wir haben halt 8 Combo-Pieces quasi im Deck dadurch. Und alles andere ist einfach nur, entweder wir wollen die Karten schneller ziehen, wir wollen irgendwas abwerfen oder wir wollen was beim Gegner kaputt machen. Natürlich wollen wir uns auch irgendwie schützen, wir wollen ja auch nur ein paar Runden lang überlegen und der Gegner soll halt nicht Kreaturen immer legen, einfach so, ohne dass er irgendwie von uns aufgehalten wird. Und deswegen gibt es auch natürlich super viel Removal. Und das Deck ist auch essbar farben, also es ist ein Weiß-Splash drinnen, ganz kleiner, den wollte ich einfach reinnehmen, weil zum Beispiel gegen Saheeli Combo ist der sehr gut, der Weiß-Splash, aber das zeige ich euch gleich. Und zwar Autorität des Konsuls. Oder der Konsuln ist die einzige weiße Karte. Fand ich einfach nur cool, weil sie uns einfach, ja, mehr Zeit verschafft. Sie ist einfach immer cool zu spielen in so einem Deck. 1 Mana, Kreaturen, die die Gegner spielen, kommen getappt ins Spiel. Und immer wenn eine Kreatur unter der Kontrolle des Gegners ins Spiel kommt, kriegen wir einen Lebenspunkt. Der Lebenspunkt ist natürlich immer ganz nett. Dass die Kreaturen beim Gegner getappt ins Spiel kommen, ist natürlich cool. Falls die Eile haben, können sie halt eben nicht sofort angreifen. Oder falls es irgendwie so ein Combo-Deck ist wie Saheeli zum Beispiel. Also Saheeli mit dem Felidar Guardian. Das sollten zum Beispiel jetzt alle aus dem Standard kennen. Oder sowas wie eine alte Twin-Combo. Die können halt einfach nicht mehr gewinnen, solange die Autorität im Spiel ist, weil die Kreaturen getappt ins Spiel kommen und nicht angreifen können. Das ist also sehr praktisch.
Und deswegen wollte ich die Karte einfach dreimal spielen. Fand ich cool. Wir können sie auch später noch mit einer Expertise ins Spiel mogeln ansonsten. Man kann den Weißsplash auch weglassen. Also ihr könnt das auch ohne bauen. Macht das Deck aber nicht teurer. Das Deck ist sowieso wahnsinnig billig. Deswegen muss sich jeder selber mal überlegen, wie er das machen will. Dann habe ich drei strenge Überprüfungen. Ein Gegner deiner Wahl zeigt die Karten auf seiner Hand vor. Wir können davon eine Kreatur aussuchen. Der Spieler muss sie abwerfen. Hellsicht 1. Auch nicht schlecht. Klassischer Disruption Spell ist das, was im Moment verfügbar ist. Sieht man ja oft in, gerade auch in so Combo-Decks, wenn man irgendwie beim Gegner irgendwas rausklauen möchte oder ihn einfach verlangsamen möchte, ist Discard immer sehr gut. Dann ein bisschen Removal, übles Gebräu, ein Mana Verzauberung, ein Mana, bezahle einen Lebenspunkt, lege die oberste Karte deiner Bibliothek auf den Friedhof, wirf eine Karte ab, opfere das Grab, zerstöre eine Kreatur, oder das üble Gebräu, ich sag Grab, zerstöre eine Kreatur. Ja, das ist ein ziemlich cooles Removal, es ist quasi zwei Mana, bezahle ein Leben, zerstöre eine Kreatur, eine Handkarte abwerfen, beziehungsweise eine Karte von der Bibliothek melden, ist gar nicht mal so schlecht, deswegen habe ich mich auch dafür entschieden. Wenn nämlich eine Polyede-Ausrichtung oben auf dem Deck liegt und sie geht in den Friedhof, voll in Ordnung, wollen wir eh, dass das passiert, sogar, dass es zweimal passiert, weil wir einen ja exilen müssen, also voll in Ordnung, ziemlich cooles Removal. Dann die teuerste Karte des Decks, die könnt ihr natürlich austauschen, wenn ihr das Deck noch weiter budgetisieren wollt, aber Yahenis Expertise kostet im Moment, glaube ich, 2 Euro ungefähr das Stück, also ist das gar nicht mal so teuer und im Budget finde ich das noch voll in Ordnung. 4 Mana, alle Kreaturen kriegen -3/-3 bis zum Ende des Zuges und dann können wir eine Karte mit Mana-Kosten von 3 oder weniger aus unserer Hand wirken, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen. Ja, so ein Mass-Removal ist natürlich super gut in einem Deck, was selber keine Kreaturen spielt, kauft uns unendlich viel Zeit, wenn sie beim Gegner mehrere Kreaturen zerstört. Am meisten spielt man sie auch direkt im vierten Zug, wenn man 4 Mana hat. -3/-3 tötet halt echt viel und dass wir noch eine Karte hinterherlegen können, ist halt ziemlich cool. Das kann so zum Beispiel direkt eine Polyeder-Ausrichtung sein, die wir dann ins Spiel bringen, falls wir halt schon welche im Friedhof haben. Je nachdem, zu welchem Zeitpunkt wir uns gerade im Spiel befinden, kann man damit halt verschiedene Karten spielen. Das ist einfach nur mega gut, die Karte in dem Deck. Und ich würde sie auf jeden Fall spielen. Dann habe ich 3 Negieren noch reingemacht. Wir müssen natürlich auch damit rechnen, dass wir gegen Control-Decks spielen, die selber Counterspells haben. Also irgendwie mit unseren Karten interagieren können und uns aufhalten können. Mit den 3 Negieren können wir uns dann halt ein bisschen, ja, einfach schützen vor Nicht-Kreaturen-Zaubersprüchen. Das ist halt das, was uns auch gefährlich werden kann. Und wir brauchen nicht noch irgendwelche anderen Counterspells. Gegen Kreaturen brauchen wir eigentlich nichts mehr, weil wir können so viel zerstören. Da dachte ich, negieren wäre eigentlich noch so eine runde Sache, damit man eben auch Counterspells beim Gegner neutralisieren kann. Ja, dann Karten ziehen, Karten in den Friedhof kriegen müssen wir auch. Haben wir 4-mal den Ausweichplan aus Oath of the Gatewatch, 2 Mana, schau dir die obersten 5 Karten der Bibliothek an, lege eine beliebige Anzahl davon in den Friedhof und den Rest oben drauf. Ja, damit mildt man ganz oft mal einfach auch 5 Karten weg, je nachdem, was da dabei ist. Meistens sucht man ja die Polyeder-Ausrichtung, die erste, die man in den Friedhof kriegen kann, damit man die geheime Bergung spielt. Und ja, alle 4 Ausweichpläne würden insgesamt 20 Karten milden. Man arbeitet sich deutlich schneller durch sein Deck durch und ist auf jeden Fall eine schöne Karte für unser Combo-Deck. Dann 3-mal Jace's Eid. Wir müssen ja auch Handkarten irgendwie in den Friedhof reinkriegen. Ist eine super billige Karte. Kann man durch jeden beliebigen ziehe X-Karten, wirf X-Karten, Zauberspruch ab. Zauberspruch ersetzen. Also wenn man das eh im Casual spielt. Ich habe jetzt halt hier nur neuere Karten genommen, weil ich dachte, die habt ihr vielleicht eher zu Hause. Aber man kann das beliebig ersetzen durch jeden anderen blauen Spell quasi Jace's Eid. Ja, wenn es ins Spiel kommt, ziehe 3 Karten, wirf 2 Karten ab. Wie gesagt, das gibt es in 1 Million Versionen in Blau sowas. Könnt ihr gerne austauschen. Und im Versorgungssegment Hellsicht machen können wir nicht, weil wir haben keine Planeswalker. Also es ist wirklich nur 3 Mana Hexerei. Ziehe 3 Karten, wirf 2 Karten ab, um Polyeder-Ausrichtung auch in den Friedhof zu kriegen und sich weiter durchs Deck durchzuziehen. Dann haben wir eine ewig laufende Uhr. Die ist einfach nur, falls mal was schief geht. Tatsächlich kann man sie ausspielen und sich immer wieder um 2 Karten willen, um halt die erste Polyeder-Ausrichtung in den Friedhof zu kriegen. Aber falls der Gegner uns tatsächlich mal eine Handkarte werfen lässt und wir haben dann auf einmal zu viele Ausrichtungen im Friedhof, ja, dann wird unsere Combo nicht mehr funktionieren. Da müssen wir dann halt irgendwie was machen. Dafür die ewig laufende Uhr. 2 Mana, wir schicken sie ins Exil, mischen eine beliebige Anzahl an Karten aus dem Friedhof wieder in die Bibliothek. Da müssen wir uns natürlich wieder auf die Suche begeben danach, aber mit den mehreren geheimen Bergungen, die wir im Deck haben, kann man das dann auch notfalls wieder machen, falls wir nicht schon eine Ausrichtung im Exil haben. Ansonsten muss man sich ja selber auf die Suche begeben und die Karten dann halt nochmal, oder die Karte ist ja meistens nur eine, dann eben nochmal suchen. Man kann an der Stelle auch einen Tutor noch ins Deck einbauen. Ich habe es gelassen, sowas wie der Diabolic Tutor für 4 Mana sucht eine Karte aus dem Deck. Geht natürlich auch, aber da der Gegner echt selten mit unserer Combo interagiert, weil es halt nicht so eine Standard-Kreaturen-Combo zum Beispiel ist,
Removal hat halt jeder. Muss man da, finde ich, nicht so super safe sein. Soll halt auch Spaß machen, das Deck. Ne? Man muss, kann sich nicht gegen alles abdecken damit. Dann 4 prophetische Prisma. Einfach, weil ich eine Budget-Mana-Base habe und den Weißblech spielen wollte, habe ich es reingetan. Es filtert halt Mana. Außerdem zieht es einfach weiter Karten. Wenn man ja hier nicht Expertise spielt, nichts Besseres zum Ausspielen hat, kann man auch einfach ein prophetisches Prisma hinterherlegen und eine Karte noch ziehen, dann quasi umsonst. Ist auf jeden Fall eine recht solide Karte und ich baue sie ja echt gerne in Budget-mehrfarbige Decks ein. Ist auf jeden Fall voll fair, kann man gut spielen. Ja, die Mana-Base, wie gesagt, habe ich super Budget gehalten. 4 tote Flussmündungen, weil sie super billig ist. Ist somit das billigste Duel, kann man sie super spielen. Hier wieder der Verweis, wie immer, auf Magic Shibis Deckbauecke. Die Mana-Base könnt ihr natürlich im Casual gestalten, wie ihr wollt. Ihr könnt auch Triple das Esper Triple Land einbauen, Arcan Sanctum, kommt getappt ins Spiel, tappt dann aber für Blau, Schwarz oder Weiß, sowas in die Richtung. Oder wie ich hier noch, hab den Manda-Strom und das verlassene Heiligtum noch genommen. Also die Standard-Tappt-Länder aus den letzten Editionen. Hier könnt ihr natürlich die besseren Länder nehmen, die einem auch noch einen Lebenspunkt geben, wenn sie ins Spiel kommen. Oder halt irgendein anderes Duel-Land, was ihr zur Verfügung habt in den richtigen Farben. Ist ja relativ einfach. Ja, das war die Deckliste zu der Polyeder-Ausrichtung. Ich weiß noch gar nicht, wie ich das Deck nenne im Nachhinein. Irgendwas wieder mit Polyeder-Bergung. Die Polyeder-Bergung. Ne? Mir fallen ja immer die Titel erst ein, während ich das Video mache. Und bin mal gespannt, was die Kommentare sagen. Wir machen noch zum Abschluss eine Deckbewertung. Budget 4 von 5 Sterne. Heißt, das Deck kostet zum Beispiel bei Magic-Kartenmarkt unter 20 Euro. 5 von 5 wären ja unter 10, 4 Sterne ist unter 20 und 3 Sterne ist unter 30 Euro. Für die Leute, die das noch nicht kennen, meine Bewertung. Es ist immer noch ein sehr preiswertes Deck. Nicht so preiswert wie letzte Woche, aber wie gesagt, die Ahenis Expertise ist die teuerste Karte. Das sind ungefähr 8 bis 10 Euro nur schon alleine diese 4 Karten. Daran seht ihr, wie preiswert der Rest ist. Und ihr könnt natürlich auch anderes Removal spielen, wenn ihr die Expertise erstmal nicht spielen wollt oder einfach nicht habt. Aber sie ist halt echt preiswert und eine echt starke Karte. Und wenn ihr gerne schwarz spielt, denke ich, ist das auf jeden Fall eine Karte, die man sehr oft benutzen wird, auch in der Zukunft. Ja, Synergie 4 von 5, ja, alles harmoniert irgendwie zusammen. Es ist ein Combo-Deck, man muss bestimmte Teile raussuchen und so. Ist schon recht synergierend, nicht im klassischen Sinne, aber es ist immerhin ein Combo-Deck. Kreaturengröße hatten wir noch nie, da war ich schwer am Überlegen, sind es 0 von 5 oder 1 von 5? Eigentlich ist ja 1 von 5 das Niedrigste, was man erreichen kann, aber für 0 Kreaturen gibt es halt auch 0 Sterne. Tut mir leid, Polyeder-Deck. Tut mir leid, was soll ich sagen? Flexibilität 3 von 5. Ja, ist jetzt nicht das super Control-Deck, aber es ist ein Combo-Deck, was sich ein bisschen beschützen kann. Wir haben ein bisschen Discard, wir haben ein bisschen was zum Counterspell neutralisieren und wir haben sehr viel Removal. Damit können wir schon relativ flexibel auf den Gegner eingehen. Ist so ein Mittelding. 3 von 5 und Tempo ist auch 3 von 5. Es ist halt nicht das super schnelle All-In-Combo-Deck, was ich aber auch ganz gut finde. Ich mag halt solche Combo-Decks, die auch mal was langsamer sind, dafür aber relativ konstant performen. Also, wir ziehen viele Karten, wir ziehen uns immer durch unser Deck. Wir haben aber auch immer Removal für den Gegner, wir haben aber auch Counterspells. Wir sind nicht so ein Deck, was super krass auf eine super gute Starthand angewiesen ist. Wir können uns halt auch einfach mal reinziehen. Wir haben so viel Card-Draw und das finde ich halt echt cool und deswegen muss das Deck gar nicht so schlecht sein. Außerdem ist es relativ schwer, mit der Kombo zu interagieren in der Regel. Besonders wenn man ohne Sideboard spielt im Casual, ist es wirklich schwer. Und es ist ein starkes Deck, finde ich, geworden. Ich bin echt gespannt, was ihr sagt. Ich hoffe, das erste Building on a Budget im regulären Sendeplan hat euch gefallen. Könnt gerne mal einen Kommentar da lassen, auch was ihr für ein Building on a Budget gerne mal sehen wollt. Dann schaue ich mal, ob mir was Cooles einfällt. Und ich wünsche euch erstmal noch einen schönen Montag. Bis morgen. Ciao. Solide, dass du das Video bis zum Ende gesehen hast. Vielen Dank dafür. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Lass ruhig einen Kommentar da, wenn dir irgendwas aufgefallen ist oder irgendwie Vorschläge einfach da sind. Ich freue mich immer über die ganzen Kommentare der Zuschauer. Einen Daumen hoch, zeigt mir auch, welches Video euch am besten gefallen hat, damit ich eventuell weiß, wovon ich mehr produzieren soll. Ihr findet mich zusätzlich natürlich noch auf Facebook und Twitter, falls ihr noch mehr Infos rund um Magic haben wollt. Und wenn ihr den Kanal weiter unterstützen möchtet, könnt ihr auch einfach mal unten auf meiner Patreon-Seite vorbeischauen. Auf jeden Fall vielen Dank für den ganzen Support und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao!